Ein wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück zu Let's Unbox. Die nächste Lootchest ist da, es ist Monatsmitte und mein kleines Messerchen wird mir direkt wieder den nützlichsten aller Dienste erweisen, nämlich meine Lootchest öffnen. So, wie immer, es wird nicht reingeschaut. Ich versuche diesmal dran zu denken. Wir ertasten mal ein wenig, da ist was Flaches drin, es könnte wieder eine Leseprobe sein, was Stoffiges, das fühlt sich an wie eine Decke. Ja, den Rest, den kann ich noch nicht ganz ertasten. Wir fangen einfach mal an. Ich glaube, das ist vielleicht das Heft, was oben drauf liegt. Ja! Let's loot. Das riecht nach Star Wars. Naja, das Heft, wie immer, später. Wir looten erstmal. Ich glaube, ich habe da schon ein logomäßiges Star Wars Logo gesehen. Ich muss mal gucken, wie wir anfangen. Fangen wir mit dem Kleinen. Ein Lutscher von Chupa Chups. Schlicht, einfach und gut. Wenn man Lutscher mag, Kirschgeschmack. Nicht meins, aber gut. Jedem das Seine, nicht wahr? Ja gut, dann packen wir mal das etwas größer raus. Ich muss mal drehen, dass wir nicht reingucken können. Und es ist... Nein, wie geil! Kein Red als Popfigur. Ist das geil! Beziehungsweise als Bobblehead. Alte Scheiße, richtig gut. Das ist ja... Moment, den muss ich jetzt mal auspacken. Ah, die Packung, die kommt wie immer da, wo sie hingehört, hin. Boing, das war der Mülleimer. So, ganz vorsichtig. Joink. Das war die Schwerkraft. Da ist der Gute. Wunderbar, mit Stativ. Bisschen chibi-mäßig, aber von den Körperproportionen her, aber ich finde es trotzdem gut. So, dann Wache über uns, während wir weiter looten. So, was haben wir noch? Ich muss... Ah, Moment, hier haben wir noch was Kleines erstmal. Mini-Batman als Batgirl. Oder einfach nur für Leute, die einen alternativen Lebensstil pflegen. Nein, keine Ahnung. Steht jetzt auch so nichts drauf. Es ist einfach nur ein Pocket. Hier steht Batman. Gut, dann ist es Batman. Wenn da Batman steht, dann wird es auch Batman sein. In Pink. So. Da ist das gute Stück. Moment, ich muss ja eben die Packung beiseite und einmal zwecks Schärfe ein bisschen an die Kamera. Na komm, so geht doch. So sieht er gut aus. Ich hoffe, er gefällt euch. So, wieder die Schärfe zurückstellen. Zack. Wunderwelt der Technik. So, dann stell dich mal zu Kylo Ren, indem du dezent minimal, aber wirklich nur minimal, mein Guter, nicht ganz so cool aussiehst, aber nur minimal, wie gesagt. Dann, oh geil, eine Decke. Stormtrooper! Cool. Ja, früher stand hier mal nicht Disney, sondern LucasArts. Aber wie wir alle wissen, die Zeiten sind vorbei. Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, Moment, die will sich hier nicht so ganz entfalten, weil das Stativ ein bisschen im Weg steht. So, ich hoffe, man kann es, ja. Ja. Jetzt ist mein Arm im Weg, verdammt. Verdammt, Arm. So. Sieht auf jeden Fall ziemlich stylisch aus. Kann auf jeden Fall einiges. Jetzt packe ich die erstmal beiseite. Moment. Ich lege die jetzt nur einigermaßen... Ach, zusammenlegen ist, glaube ich, schon das ist der falsche Begriff. Ich knülle die einfach mal zusammen und lege sie beiseite. So, dann... Oh, hier ist noch was Stoffiges. Könnte ein T-Shirt sein. Ja, das ist ein T-Shirt. Das ist diesmal... Oh, Baby. Ripley's Powerlifting. Geile Sache. Packen wir es einmal aus, damit wir es in seiner kompletten Pracht sehen. Ist es? Na, kommen wir hier runter hier. So. Ja, kann einiges. Building Better Bodies. Sehr schön. Alien lässt grüßen. So, einmal grob zusammengelegt. Zack, beiseite gepackt. Das Messerchen auch. So, was haben wir noch? Hier ist was ganz Kleines. Das ist ein Vinylsticker von Walking Dead. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Ne? Der gute Rick. Der mit seinem Revolver der Männlichkeit.
Und dann haben wir noch etwas. Das dürfte ein Comic sein. Ja, Batman. Komplette Story mit Batman und Harley Quinn. Plus Start des Crossovers Robin War. Coole Sache. Hihihi. Schick, schick. Haben wir noch was? Nein. Wir sind fertig mit Looten. Dann packen wir mal die Kiste wie immer beiseite. Na, komm her, rein mit dir. So, und es geht ans Heft. Wir schauen mal, was so drin steht. Hey ho, Looter! So langsam beginnt ja wieder die kalte Jahreszeit und viele von uns sehnen sich nach einer entspannten Zeit auf dem gemütlichen Sofa oder vor dem Kamin. Zudem rückt die Premiere von Star Wars Episode 8 in greifbare Nähe. Passend dazu haben wir diesen Monat ein Item gefunden, welches dich perfekt auf beides einstimmt. Für die Weihnachtselfen unter euch, die eine Loot-Chest zu Weihnachten verschenken möchten. Die Dezember-Loot-Chest kann nur noch bis zum 30. November bestellt werden, Versandtag 15. Dezember. Wenn ihr eure Box als Geschenkbox bestellt, wird diese neutral verpackt geliefert und ihr erhaltet eine beschreibbare Grußkarte dazu. So beschert ihr euren Freunden nerdige Weihnachten. Sehr schön. So, der Gewinner des letzten Monats, Johannes, YouTube Darth Prometheus. Schickes Bild, Johannes. Cool. Dann schauen wir mal. Das finde ich stylisch. Thorins Schlüssel gibt es diesmal zu gewinnen. Ich sollte da auch endlich mal meine Videos hin verlinken. Aber gut. Du und dein Channel bei uns im Lootbook. Du möchtest als Feature-Channel ein bisschen was über dich und deinen YouTube- oder Twitch-Kanal erzählen? Oder als Featured-Looter über deine Erfahrungen mit der Loot-Chest berichten? Gar kein Problem. Schreib uns eine E-Mail an community@loot-chest und wir besprechen alles weitere mit dir. Könnte man eigentlich auch mal machen. Da haben wir den Featured-YouTube-Channel. Was? Original Mando Media. Hey Looter-Community, auf unserem Kanal Mando Media laden wir Adika und Hiro für euch immer coole Videos hoch. Am häufigsten gibt es Event-Vlogs bzw. Eindrücke von jeder Convention, auf der wir sind. Wir nehmen euch mit in die Welt der Sci-Fi- und Fantasy-Messen in Deutschland. Ihr findet bei uns auch Do-It-Yourself-Bauprojekte und Update-Videos zu Kostümen und Cosplays. Das kann Science-Fiction sein oder auch Mittelalter, Fantasy und sogar Endzeit. Auch in Zukunft werden wir euch mit neuen Cosplay-Videos, Event-Eindrücken, Reisevlogs und vielleicht sogar Airsoft-Gameplays versorgen. Hauptsache es macht Spaß und sieht cool aus. Würde mich voll freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Sei es auf YouTube, Facebook oder sogar Etsy. Bis denn, euer Adika. Was auch immer Etsy ist, da bin ich raus. Gut, dann schauen wir doch mal. Alien T-Shirt. Building better buddies. Mit diesem T-Shirt wird euer Buddy auf jeden Fall zum Hingucker. Glaubst du an Außerirdische? Du bist jetzt ein Mitglied der Firma Weyland-Yutani und versuchst höchstpersönlich das Alien auf unsere Erde zu bringen. Marktpreis 14,95. Dann, da gäbe es noch andere Charaktere zur Auswahl. Schick, schick. Star Wars Wacky Wobbler. Uns hat das Star Wars Fieber gepackt. Anlässlich zu Rogue One lassen die Star Wars Wacky Wobblers ihren Kopf nicht hängen und wackeln in deine Loot Chest. Welcher Charakter hat den Weg in deine Box gefunden? Naja, Kylo, haben wir ja schon gesehen. Dann, Walking Dead Vinyl Sticker. Passend zum Start der 7. Staffel The Walking Dead haben wir diesen stylischen Vinyl Sticker für dich. Befestige ihn an deinem Hab und Gut und zeige Beißern sowie Überlebenden, an welcher Seite du kämpfst. Marktpreis 2,95. Ach ja, der Bobblehead 14,95 auch. Und dann die Star Wars Fließdecke. Wenn, also hier, ne, für euch nochmal das Bild. Ich zoome nochmal eben kurz ran, beziehungsweise stelle nochmal scharf. So sieht die Decke aus und das ist auch, muss ich sagen, sehr gut verarbeitet. Sehr weicher Fließstoff. Aber ich hatte jetzt einfach hier wegen der Wand und dem Stativ nicht den Platz, sie komplett auszubreiten. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. So, Moment. Schärfe. So, wenn man an Sturmtruppler denkt, kommen einem sehr schnell gewisse Gedanken in den Kopf. Vorurteile wie Brutalität und eiskaltes Vorgehen gegen alles, was ihnen in den Weg kommt. Dabei wollen dir die Männer in weißer Rüstung im wahrsten Sinne des Wortes nur das Herz erwärmen. Marktpreis 14,95. Batman Comic begleitet Batman auf seiner nächtlichen Gangsterjagd, bei der er unter anderem auch auf Harley Quinn trifft. Dieser Comic enthält zudem noch den Start des beliebten Crossovers Robin War. Marktpreis. Marktpreis. So. Chupa Chups Lollipop. Wer kennt sie nicht? Die guten alten Chupa Chups Fruit Lollipops. Sie kommen in den traditionellen Geschmacksrichtungen Apfel, Erdbeer, Orange oder Kirsche. Welchen hast du erwischt? Marktpreis. Lecker. Na. Wie gesagt, Kirsche ist nicht meins, aber gut. Das Plus-Item, der Batman-Schlüsselanhänger.
Ist dir schon mal ein Schlüssel abhandengekommen? Damit sowas nicht noch einmal passiert, eilt dir jetzt Batman zur Hilfe. Befestige den Ritter in tiefschwarzer Rüstung einfach an deinem Schlüsselbund und lass ihn für Recht und Ordnung sorgen. Oder aber du hast den Joker erwischt und er bringt deinen Schlüsselbund mächtig durcheinander. Ach cool, den gibt's auch. Ja, geile Sache. Tja, ich habe den pinken Batman. Lila hätte ich auch stylisch gefunden bei der Farbgebung, aber ansonsten gut. The Walking Dead Special. Hand aufs Herz. Hand aufs Untotherz, mein Gott. Wen hat das The Walking Dead Fieber gepackt? Habt ihr nicht auch schon mal wild darüber diskutiert, was passieren würde, wenn eine echte Zombie-Apokalypse ausbrechen würde? Zur Sicherheit haben wir für den Fall der Fälle hunderte Dosen Ravioli im Keller gestapelt. Um euch perfekt auf die neue Staffel einzustimmen, haben wir hier einige Facts für euch. Rick erwachte am 60. Tag nach dem weltweiten Ausbruch der Seuche aus dem Koma. Ah, okay, das war mir, also die genaue Tageszahl war mir zum Beispiel nicht klar. Beim Tod eines Protagonisten wurden seine Innereien mittels Hühnerbrüsten imitiert. Ugh. Jeder findet Karl nervig. Ja, sag ich jetzt mal nicht zu, lass ich mal unkommentiert. In den letzten 4 Staffeln der Show wird das Wort Zombie nicht einmal erwähnt. Nicht drauf geachtet. Okay. Im Laufe der Staffeln haben sich die Zombies mehr und mehr verändert. Sie sind immer grauer und verfaulter geworden. Ja gut, die Zeit vergeht ja auch nur. Das heißt, sie verwesen wahrscheinlich auch immer mehr. Norman Reedus war in dem Lady Gaga Musikvideo Judas zu sehen. Muss ich mich jetzt outen als jemand, der das überhaupt nicht kennt? Oder dem das so gar nicht sagt? Egal. Moment. Zombie-Darsteller müssen eine Zombie-Schule besuchen. Sie wurden außerdem angewiesen, sich zu benehmen, als würden sie um 2 Uhr morgens aus einer Bar torkeln. Cool. In der 2. Episode, als Michael Rooker, aka Merle, von einem Dach schoss, wurde ein SWAT-Team gerufen, weil die Leute dachten, er sei ein echter Scharfschütze. Okay, das ist lustig. Als die Szene, in der Michonne auftaucht, gedreht wurde, war die Schauspielerin Danai Gurira noch gar nicht gecastet. Es war also nicht sie. Aha. Okay. Gar nicht, doch muss ich mir auch nochmal zu Gemüte führen bei Gelegenheit. Dann, das menschliche Fleisch, welches die Zombies essen, ist eigentlich Schinken in Essig eingeweicht. Oh, macht ja Sinn. Und seit kurzem gibt es im Moviepark Bottrop die Live-Attraktion The Walking Dead Breakout mit originalgetreuen Kulissen und vielen Beißern. So, dann hier noch einmal eine Werbung für ein Lioncast LX50 Headset. Soll ja ganz toll sein, wenn man diese Werbung glauben darf. Und das war's. Wir sind durch. Ja, Leute, ich würde doch mal sagen, das ist mal wieder ein richtig geiler Loot. Mir gefällt eigentlich alles ziemlich gut. Außer, wie gesagt, der Lutscher, weil Kirsch nicht meins ist. Das können aber die Leute von der Loot-Chest nicht wissen. Ich fand's super. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Schreibt doch mal in die Comments, gefällt euch der Loot? Habt ihr was anderes erwartet? Findet ihr manche Sachen, sollte man besser weglassen, grundsätzlich? Dann haut's doch mal in die Comments und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Loot. Tschüssikowski!